So, Freunde, ich mache weiter mit Resident Evil 2. Wir haben aufgehört hier im Verbindungsraum, kann man quasi sagen. Jetzt haben wir auch diese Tür entlockt und können raus. Und wieder in der großen Haupthalle. So, die linke Hälfte ist komplett abgedeckt. Auf der rechten Hälfte haben wir noch da und da. Alles klar. Also den Princent Key und den. Oh, falsche Taste. Den Princent Key und den. Bin ich bescheuert? Auf jeden Fall den rosanen und den roten Schlüssel haben wir. Okay, alles klar. Es geht voran, würde ich behaupten. Die letzten Räume des Polizeipräsidiums werden abgeklappert. So, die Tür ist es. Schlüssel wurde gebraucht und weggeworfen. So, hier sind wir auf der anderen Seite vom Verhörraum. Hier liegt die Cord, also das Kabelgewehr war. Dann ein First Aid Spray. Eine sehr auffällige Glasscheibe, mehr sage ich nicht. Und ganz hinten den Rook-Plug. Keine Ahnung, was das ist. Bauer oder so. So, ich gehe ganz nah an die Scheibe, denn jetzt. Ja, kommt hier ein Licker. Oh, renn! Boah, scheiße. Den muss man nicht machen. Einfach nur raus aus dem Raum. Way. Und wieder zurück zur roten Tür. Denn das ist die einzige, die noch fehlt. Hier wieder im Großraumbüro. Da hinten haben wir den Safe. Und diese Tür ist es. Den brauchen wir auch nicht mehr. Weg mit. Inventar sieht übel aus. Ah, was ein Glück. Hier ist so ein Stromkasten und da kann ich die Cord benutzen. Gut, hier bin ich in Anführungsstrichen sicher. So, was haben wir denn hier? Munition für die Schrotflinte, okay. Und die grüne Tür. Jetzt gibt es eigentlich nur noch einen möglichen Weg. Nämlich die Treppe runter. Police Station B1. Untergrund. Ich habe noch keine Karte hier. Nur von oben. Ich höre Fußschritte. Hund. Das ist aber nicht der einzige Hund. Erstmal nachladen. Scheiße, die lauern hier immer so komisch um die Ecken.
Boah, leck mich! Weg hier! Halleluja! Nicht einmal getroffen worden von den Hunden. Sehr gut. Die Tür ist zu. Gehe ich mal hier entlang. Rotes Kraut. Ach, scheiße. Hört sich schon wieder so nach Hund an. Boah. Ich sehe ja so wenig. Also ihr habt es eben gesehen. Es gab im Bild 2-3 Einschusslöcher. Das passiert dann, wenn ihr mit Leon genau in die Kamera zielt und dann abdrückt. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Das war kein Grafikfehler oder so. Das ist eine nette kleine Erfindung von den Machern, finde ich. So. Boah, hier sieht es aber auch aus. A fence is broken. Also der Zaun ist gebrochen. Es hat ein Loch. Es ist zu klein für einen Erwachsenen. Okay, da komme ich nicht weiter. Aber hier haben wir zum Glück eine Tür. Boah. Ablegeraum. Ich nehme mal, ich kombiniere mal ein bisschen. Boah, hab ich Heil-Items dabei? Himmel. Schrotflinte. Beziehungsweise Munition für die Schrotflinte. Den dritten Plug. Alles klar. Platz gemacht. Raus hier. Ja. Leiter wieder hoch. Das rote Kraut nehme ich natürlich mit. Und ich meine, hier an dem Mülleimer. Oder irgendwo hier gab es noch Munition. Ach ja, hier, genau. Richtig. Gleich mal die Waffe durchladen. Ach Quatsch, da oben. Die Munition kam wegrufen. Hier ist abgeschlossen. Und ich meine, hier kann ich rein. So. Gut. Das haben wir. Ja, ja, ja. Power Supply. So, wir müssen den Strom anstellen. Wir müssen nach allen 3 Hebeln auf insgesamt 80 kommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Up. Down. Up. Down. Up. Jo, geil. Cool, gleich beim ersten Mal. So, von Rot auf Grün bringt uns aber noch nichts. Halt, hier ist die Karte. So, doch gleich schon viel besser. Gut, das war's auch mit diesem Raum. Wir können hier wieder raus. Also der Raum, der gerade von Rot auf Grün gesprungen ist, das ist der Waffenraum. Den haben wir gleich hier. Aber dazu später mehr. Noch können wir dort nicht rein. Erstmal in die Tiefgarage.
Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Wer bist du? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will cool. you? Also, wir haben jetzt Ada getroffen. Und zusammen können wir den Laster verschieben. Die Ada sucht einen gewissen Ben. Zuerst nehme ich noch das Kraut mit. So. Einfach anschieben, dann macht die mit. Stehen lassen, ich gehe weiter. Ada, wait! Die wartet nicht, die ist weg. So, ich nehme hier noch die Munition und gehe gleich durch die Tür. Und dann gibt es einen etwas längeren Abspann, deshalb mache ich hier eine Pause. Bis zum nächsten Mal, euer Sluxy.